Jo Leute, willkommen zurück zu Terraria. Ein bisschen was ist an der Arena geschehen für Planterra und neben der Arena direkt ist eine Blüte gespawnt, das heißt wir lassen Planterra mal kommen. Man sieht es vielleicht schon. Oh, da kommt sie schon. Und zack, da ist sie. Ich denke, man sieht, was ich für Vorkehrungen getroffen habe, damit Planterra nicht nochmal despawnen kann. Ja, komm ruhig her. Komm her. Ja, hallo Planterralein. So. Von hier aus kann ich leider nicht schießen. Das ist wirklich nur dafür da, damit sie nicht despawnt. Also dieser Zwischenschritt. Verdammt. Habe ich da dran gedacht? Ich glaube nämlich nicht. Es kann sein, dass ihr mich gleich nochmal ein bisschen was verschalten seht. Man hat ja während des Planterra-Boss-Kampfes nichts Besseres zu tun. Nee, habe ich dran gedacht. Okay. Gut. So. Zack. Seht ihr aber, wie es verschaltet ist. Also ich porte mich halt durch Druckschalter hier raus. Und hier muss ich das selbst aktivieren. Wäre natürlich cool, wenn ich irgendwie Sperrfallen oder so einen Scheiß benutzen könnte. Aber das geht halt nicht, weil die halt alle erst im Dschungel-Dungeon auf mich warten. Hallöchen. Komm her, Planterra. So. Ja. Mana geht zum Glück relativ schnell wieder voll. Aber Hallöchen. Ja, das ist unpraktisch, wenn du dich genau da dran festhältst. So, ja, komm mal her. So. So ist schön. Komm her. Komm, komm, komm. Gar nicht lang schnacken. Oh mein Gott, ich habe gerade echt gedacht, ist die Spawned, dass ich es zu früh gemacht habe. Ja, das war eine gute. Eine gute Angriffswelle. So. Ich glaube von links nach rechts brauche ich mir gar nicht solche Sorgen machen. Ich glaube, von rechts nach links ist viel schlimmer. So. Hallöchen. Ja, das ist Planterra. Und gib ihm. Da haben wir es. Und komm her. Glück gehabt. Ist nicht despawned. Komm her. Komm, 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 komm.
Ups. Komm. Diesmal kriege ich dich, glaube ich. So, gar nicht allzu weit von der Mitte weggehen lassen. Damit er gar nicht außerhalb des Bildes kommt. Oh. Ups. Ja, das ist das Problem mit den Druckplatten. Die aktivieren halt immer. Ich kann halt nicht irgendwie das so timen, dass der Terra schon ein bisschen näher ist. Komm mal her. Hallöchen. Was hast du noch? Ich wollte gerade sagen, so viel kann es nicht mehr sein. Einmal dahin, einmal dahin. Das aus. Oh, Hallöchen. Euch wollte ich gerade gar nicht. Pygmäenstab. Aber viel wichtiger ist der Tempelschlüssel. So. Granatwerfer, rasend. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dschungelkriecherband. Moment, wir machen das mal eben wieder an. Weil dann habe ich hier zumindest die Absicherung wieder drin. Das ist im Übrigen der falsche, den ich jetzt da wieder hingesetzt habe. Aha. Tempelschlüssel öffnet die Tür zum Dschungeltempel. Nicht gut. Ich würde sagen, wir haben alles, was ich brauche. Also zumindest jetzt mal. Rüstungspolitur. Das können wir mal wieder da einsetzen. Und den Rest. Moment. Verletzend. Schäbig. Du kannst da hin. Moment, habe ich davon auch zwei? Ja, habe ich. Davon habe ich sogar drei. Okay. Sortieren. Ja. So, die können weg. Fernkampf. Also ich werde jetzt nicht anfangen, hier mit dem Rocket Launcher rumzumachen. Beschwört einen Pygmäen, der für dich kämpft. Ha! Zack! Pygmäen. Ja, okay. Man kann davon mehrere sogar machen. Wenn man da Bock zu hat. Ich persönlich muss da sagen, dass ich zwar eigentlich ein Fan von Beschwören bin, aber nicht im Early Game. Oder Mid Game ist ja kein Early Game mehr. Ah, ist nicht so tragisch. Wie gesagt, also Blutmund ist nicht ganz so tragisch. Haha, denn hier drin kann mir ja sowieso keiner was. Aber ich wollte hier sowieso, also nicht hier, sondern woanders, wollte ich eine absolute Falle aufbauen. Ups. Was ist das denn? Warum? Okay, das muss ich... Den muss ich jetzt mal kurz killen. Und ja, man teleportiert die. Aha. Hallöchen, Geisterrüstung.
Cthulhu und... So. Hier habe ich ja meine Lava-Buckets. Und... Ah, das Lindwurm-Banner, endlich. Ganz ehrlich, die Viecher habe ich schon so oft jetzt kaputt geklatscht. Gefühlt habe ich die 500 Mal besiegt. Aber liegt einfach daran, dass die so irre viel aushalten. Ja. Der Multi-Hit ist einfach besser für die. Was wollte ich denn jetzt hier? Irgendwas wollte ich doch. Irgendwas wollte ich doch und ich weiß schon wieder nicht mehr was. Ach, ja, klar. Aber jetzt nicht. Ich muss einmal ans Lager dran. So, und dann die Sachen verkaufen. Richtig, das wollte ich noch. Dich weg. Dich hängen wir gleich auf. Dich weg. Mechanik, du kommst da rein. Du kommst da erstmal rein. Und ansonsten... Weg damit. So, du dahin. Du hierhin. Alle machen das hier. So, kann ich eigentlich das machen? Ich glaube, der Pygmäe ist sogar noch einer der stärkeren, eines der stärkeren Viecher. Wobei ich glaube, die Spinnenkönigin oder Spinnen allgemein sind, glaube ich, das, was am meisten Sinn macht. Durch den Venom-Debuff, den die verteilen können. Nee, falsch. Düsterer Farbstoff. Aha. Sehr schön. Interessiert mich einen feuchten Scheißdreck. Wenn ich ehrlich bin. So. Okay. Wir sind Postplantera. So, und jetzt hänge ich das dumme Lindwurm-Banner auf. Und zwar genau hier hin. Ich hoffentlich mit nicht mehr allzu vielen Schlägen den blöden Lindwurm endlich wegkriege. Ja, gehen wir runter. Gehen wir da runter und such mal den Eingang zu diesem formschönen Tempel. Ich ja noch nicht weiß, wo der ist. Weiß ich wirklich nicht. Falls das jetzt jemand für Sarkasmus gehalten hat. Ich weiß wirklich nicht, wo der Eingang ist. Aber gut, dass wir Postplantera sind. Gibt mehrere Möglichkeiten, wo wir jetzt stärker werden können. Beziehungsweise Sachen verbessern können. Flügel zum Beispiel. Ups. Jetzt habe ich gegen meinen Tisch getreten. Sollte ich vielleicht nicht machen. Denke ich mir. Aber. Oh, Grünerz. Nehmen wir mit. Auch da, wieder gesagt, Grünerz ist auch später noch sehr, sehr wichtig. Ich habe zwar jetzt inzwischen die Nahkampf und die... Echt? Avast. Avast klingelt gerade bei mir und will... Ah, sie sind vielleicht nicht sicher. Oder was willst du? Avast ist deaktiviert. Ja, ja, ja. Ist mir egal. So. Moment, Avast. Nutze ich eigentlich ja was noch? Ich glaube ja.
Ich glaube, ich benutze aber was sogar noch. Ich hätte eigentlich oben alle Farben langlegen sollen. Naja, egal. So. Das wird sich später nochmal ändern. Und da haben wir die Tür in den Tempel rein. Ich habe was gesehen, was ich auf jeden Fall haben möchte. Ja, Starter. So, das war sogar ein Raum, wo ich fast alle Truhen, Statuen raus zum Farmen benutzen kann. Also das ist wirklich ein Raum gewesen, der sich gelohnt hat, reinzugehen. So, Hallöchen. Gesehen. Das ist eine super Fallfalle gewesen. Und schön ausleuchten hier alles. Punkt 1, ich möchte hier keine Falle übersehen, weil die werde ich alle mitnehmen. Oh. So viel. Ich bin auch doof. Ich bin gerade richtig doof gewesen. Verdammt, das hätte ich mitnehmen müssen. So, Hallöchen. Ups. Und zwar hätte ich eigentlich mal die... Moment, ich hab's gesehen. Ja. Sonnentafelfragmente. Lizard-Schmelzofen, der ist auch schon mal sehr wichtig. Dich können wir mitnehmen, dich können wir mitnehmen. Ansonsten lassen wir den Rest hier. Man kann Fallen relativ einfach erkennen, wenn man ein... irgendwas dabei hat für... Für das. So sieht's doch mal aus. So, das müsste ein Boulder sein. Ah, nee, das sind Speerfallen. Das sind Speerfallen. So, Hallöchen. So. Also die Fallen an sich werden nie losgehen. Man muss halt irgendwo den Aktivierungspunkt finden. Dein Ernst? Wow, okay. Lieber so. Und so eine... Die dürfte nichts bewirken. Die hier... Hat einige Sperrfallen für mich. Also Stachelfallen. Ich nenne die Sperrfallen. Ihr werdet sehen, warum. Den sehe ich sogar ohne irgendwas. Ah, okay. So. Aha. Was seid ihr? Sperrfallen. So. Achso, ich wollte ja alles hier schön ausleuchten. Dann fallen mir auch solche Dinger wahrscheinlich eher auf.
Okay. Nein. Okay. Besser, wir hauen die von unten weg. Ich weiß aber auch leider nicht, ob die Gegner davon auch getroffen werden. Ich glaube nämlich nicht. So. Gut. Aber das war's auch leider schon wieder. Ich sehe sie doch. So. Tja, Sperrfalle. Hast du Pech gehabt. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Terraria. Erkundung des Lizard-Tempels. Haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.